Herzlich willkommen bei Mittelalter TV, dem Kanal für Leute mit gutem Musikgeschmack. Ich bin's, euer Tigger, und wie man es mir vielleicht anhört, ich bin so ein bisschen im Krankenlager, ein bisschen verschnupft. Und deswegen verzeiht mir bitte, wenn ich heute nicht ganz so viel rede. Ganz kurz: Stormseeker haben einen neuen Song rausgebracht. Piraten-Metal, Piraten-Rock, Folk-Metal. Set the Sails heißt der Song, passend zum Piratenthema. Ich würde sagen, da schauen wir rein, da hören wir rein. Ich quatsche drüber, danach quatschen wir über den Song, über die Band. Ihr kennt das Ganze. Los geht das. Das fängt schon mal cool an. Fängt sehr groovig an, das gefällt mir. So, gut rockig. Gefällt mir. Wie gefällt es euch? Schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ihr dabei seid, Like und Abo nicht vergessen. Ne? Ich bin auf dem Weg zu den 2000. Ich freue mich, dieses Jahr noch voll bekommen. Geht auch gut ins Ohr, kann man auch gut auswendig lernen, kann man gut mitsingen, passt. Und halt typisches Video. Of toil and drudgery, a pirate's life at sea. The winds and weather hardships we're surviving. The crew signed and agreed to pay the price for liberty. Ah, die tiefe Stimme ist geil. Perfekt, gefällt mir. Der Song ist sogar radiotauglich, würde ich behaupten. Aber damit macht man nichts falsch. Ja, sehr cooler Song, gefällt mir, muss ich sagen. Folk Metal höre ich ja sowieso super gerne. Folk Metal, Pagan Metal, so alles, was das in die Richtung geht, kennt ihr ja von mir. Und ich finde es auch gut, dass sie da nicht zu sehr in dieses Spaßige reingegangen sind, wie es ja bei vielen Folk-Metal-Bands ist. Was sie auch haben, definitiv. Aber ich finde, nicht jeder Song muss so sein. Und deswegen, das ist ein Folk-Metal-Song. Geil. Kann man immer hören, macht Spaß, ist jetzt natürlich nicht das Geballer, was ich tendenziell noch mehr mag, aber das ist ein Song, der geht ins Ohr, der geht in die Beine, der geht in den Körper, da kann man gut bei tanzen, muss ich sagen, da trinke ich jetzt erstmal einen Kaffee drauf. Ich muss sagen, ja, gefällt mir, den kann ich jetzt erstmal direkt ein Like da lassen, dem Song so. Zack, ja, sind bei No Cuts Entertainment ist das Ganze da, veröffentlicht worden, und ich muss sagen,
Ich hoffe, demnächst wieder ein bisschen mehr von denen zu hören. Ich habe sie auch schon ein, zwei, dreimal live gesehen. Auf dem Meet and Greet waren sie und ich weiß gar nicht, wo ich sie noch gesehen habe. Aber auf jeden Fall, Stormseeker kommen ja hier aus dem Niederrheingebiet, meine ich. Auf jeden Fall aus Nordrhein-Westfalen. Da kommen sie ja. Und ich muss sagen, eine Band, die kann man sich immer wieder live angucken. Die macht auch immer wieder Spaß, weil, wie gesagt, ich stehe auf diese, auf Folk Metal, auf Folk Rock. Und auch selbst wenn sie ein Akustikset reinspielen oder Akustiksachen reinspielen, Entschuldigung, es passt. Und das ist Bands, solche Bands brauchen wir viel mehr, die einfach straighten Folk Rock machen, jetzt nicht dieses spaßige. Nur, ich mag auch das Spaßige, also das ist jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber einfach so Folk-Rock-Bands in Deutschland, die nicht nur auf dieses Humpa aus sind, sondern wirklich auch nicht auf Mittelalter-Rock davon weg, aber die man tendenziell im Mittelalter-Rock ansiedeln kann, wenn man es möchte. Sowas brauchen wir mehr in Deutschland, das gefällt mir, weil gibt es viel auf den Inseln oben. Großbritannien, da gibt es sowas sehr viel und Schottland und Wales und ist ja Großbritannien, ich meinte Irland, meinte ich. Entschuldigung, ich verwechsel die Länder, ich bin krank, ich habe es eben gesagt. So. Was haltet ihr von dem Song? Schreibt es mir in die Kommentare, ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag.